Und willkommen zurück zu Resident Evil 7. So, in der letzten Folge haben wir einen Rucksack gefunden. Unser Inventar ist also jetzt größer geworden. Und ich denke mal, wir müssen jetzt mal schauen, wo dieses blöde Netzkabel ist. Und da hatten wir gelesen, dass es eigentlich in der dritten Etage sein muss. Da wir jetzt Ätzmittel haben, können wir auf der dritten Etage jetzt die blöden Türen endlich öffnen. Und wir schauen jetzt da mal hoch, würde ich sagen. Die Sicherung wissen wir ja, wo die ist da unten in der Tür. Können wir jetzt aber jetzt leider noch nicht mitnehmen, weil wir sonst hier die Treppen nicht hoch können. Müssen wir später machen. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in 3F rein. Das wäre hier. Dann schauen wir mal, hier muss irgendwo Türen geben, die wir mit dem Ätzmittel aufmachen können. Können wir eigentlich noch mal schnell speichern. Obwohl wir hier, glaube ich, schon mal oben waren. Wir müssen hier irgendwo was übersehen haben. Weil es ist ja, das Kabel ist auf Ebene 3. Das heißt, wir schauen jetzt hier nochmal komplett durch. Die Moldet haben wir gekillt. Ah, warte mal. Ist es die eine Tür? Wo wir bei der anderen Richtung, von der anderen Richtung schon mal geschaut hatten. Schauen wir hier nochmal komplett durch. Hier muss ja irgendwo das scheiß Kabel geben. Nix. Kabel muss irgendwo an der Wand sein. Was ist das hier? Alter. Fettes Vieh. Oh. Okay. Netzkabel. Okidoki. Vielleicht geht jetzt sogar die Tür hier auf. Nee, die geht nicht auf. Was ist denn das für ein Scheiß? Okay, dann würde ich sagen, müssen wir wieder in die erste Etage runter. Das machen wir jetzt aber gleich komplett durchs Treppenhaus.
Genau, aber da bringt es uns jetzt nichts. Wir gehen gleich durchs Treppenhaus. Na komm, speichern wir nochmal, weil es wurscht ist. So, und gehen in 1 runter. Und rein theoretisch müssten wir ja dann gleich am Fahrstuhl hier hochkommen. Wir sind ja da auch reingesprungen. Genau, hinaufklettern. So, setzen das Kabel ein und setzen eine Sicherung ein. Okay, S2, hier waren wir nämlich noch gar nicht. Erwartet. Na, dann warte mal. Ich höre schon wieder das scheiß Viecher. Okay, die sind über mir. Ich hoffe mal, dass sie nicht einstürzen. Das war mir klar. Ah, Bomben sind echt gut. Ich glaube, ich muss mehr mit den Bomben arbeiten. Ich weiß halt immer nicht, brauche ich die noch oder nicht, oder keine Ahnung. Ballerst so viel Munition auf die Scheißviecher. Am nächsten die Munition wieder zurückgekriegt sozusagen. Fast alles übersehen hier. Der lebt doch, oder?
Mann, ich verstehe, warum die anderen nicht getroffen hat. Jetzt mit dem lebt er noch oder was? Könnt ihr wieder mitnehmen? Ich heile mich lieber mal. Die Münze, ey. Ich finde hier Münzen. Ja, hier war ein Safe-Raum. Ich gehe da noch nicht rein. Okay, zwei Bomben. Okay, dann gehen wir da jetzt rein. Schau mal, was uns da erwartet. Hier ein Miststück. Ich will, dass du etwas für mich machst. Ethan! 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 Hä? Wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht mal Reed. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden. Und aufhalten. Ethan.
Okay. Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde dir nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Endlich frei. Mia, wie? Wir haben keine Zeit. Oh mein Gott. Du musst hier raus und sie finden. Hier, nimm das. Was? Ah. Was machst du da? Oh, die wird schon wieder besessen. Du musst gehen. Ich kann mich hier nicht mehr lange widersetzen. Nein. Los, bring das kleine Miststück um. Nein. Nein. Nein! Fuck. Okay, ich hab gar nichts. Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Okay. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir denn hier? Ich will gar nicht runterspringen, wenn ich irgendwas übersehen habe oder sowas. Hier ist aber nichts. Okay, hier scheint, aber das schauen wir nochmal hier durch. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Weil ich glaube, hier werde ich nicht mehr zurückkommen. Okay, hilft nicht. Schauen wir mal weiter. Hier scheint nichts mehr von Wert zu sein. Ich habe keine Waffen, ich habe gar nichts. Was soll ich hier machen, Mensch? So, gehen wir hier weiter. Hier Hubschrauber. Ah, da ist ein Hubschrauber. Okay, wir sind wieder am Baker anwesend anscheinend, oder? Nee, ist anders. Eben so eine Raffinerie oder sowas. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wie es denn hier bei der Raffinerie weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich glaube, wir haben es nicht mehr weit. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo oder auch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ciao, bis dann, euer Andi.